So, neuer Auftrag hier im Abschleppunternehmen. Der Squash, die Schrottgarage. kleiner Spaß am Rande. Nee, Spaß beiseite. Nee, wir haben noch einen Auftrag hier. Wir werden mal jetzt hier losschniebeln. Gerade eben konnte ich die Cops noch ganz gut abschütteln hier. Da hatten wir irgendwie die Cops so ein bisschen am Arsch gehabt, hat der Besitzer vom Fahrzeug wahrscheinlich rechtzeitig gemerkt und hat unsere Jungs gerufen. Aber nicht mit uns. Haben fachmännisch abgeschüttelt. Ey, das ist ja gar nicht so weit. Ich bin immer gespannt, für was es für den Aspo, den ich gerade eben geholt habe, und für jetzt das Auto, was es dann hinterher gibt. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt das gerne heute in die Kommentare. Ja. Ich glaube, der hier. Ne, da hinten. Oha. Schon wieder so eine getunte Möhre. Da ist jemand sauer. Pass auf, da ist jemand sauer, dass wir den Müll rausbringen. Wenn mein Arsch wetten, gleich sind wir wieder Cops am Arsch. Das Ding ist auch nicht schlecht. Ey, warum schleppe ich jetzt auf einmal nur noch getunte Fahrzeuge ab? Ich könnte mein Arsch wetten, da sind irgendwann mal Fahrzeuge, die irgendjemand mal weggebracht hat, also verkauft hat. Bin ich mal gespannt, was es für die Möhre gibt. Jetzt, wie ich sehe, sind Sitze drinne, Anlage. Ist doch gut. Was meinst du? Was ist doch gut? Moin. Was ist denn jetzt los? Jetzt kommen auf einmal Leute wieder. Schrottladen lohnt sich. Ja, deswegen geht's gerade los. Ich habe gestern schon ein Fahrzeug verkauft. Ah, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Da habe ich 36.000 für die Karre gekriegt. Das ist gutes Taschengeld auf jeden Fall. Man kann sich ja nicht beschweren, wenn das Auto teuer ist. Ja. Erstmal moin moin an euch, Leute. Schön, dass ihr da am Start seid hier. Wie seid ihr denn hierher gekommen, wenn ich mal so fragen darf? Und wie geht es euch so? Schön, dass ihr dabei seid. Freue ich mich auf jeden Fall. Die heißt sind auch gut. Ja, habe ich eine bis jetzt gemacht gehabt. Ach, da fehlen sogar schon die Türen. Lol. Da habe ich jetzt aktuell hier das Boot geholt. Muss ich noch den Rest holen. Ne? So, die zwei Fahrzeuge haben wir auch. Hier fehlt schon die Tür. Was? Habe dich auf meiner YouTube-Startseite bei einem Video gesehen. Okay, bei welchem Video, wenn ich fragen darf. Ich spiele auf der PS4 noch aktuell, ja. Hier, Kofferraumdeckel hat dir eben schon gefehlt. Hier fehlen schon komplett die Türen. Ich mache auch mal ein Foto davon. Damit wir dann hinterher vielleicht mal so rechnen können, wie viele Fahrzeuge wir geschlachtet haben. Vielleicht gibt es dafür dann irgendwann mal eine Trophäe dafür, wie viele Fahrzeuge wir geschlachtet haben. Na, schöner Sportsitz haben wir hier drin. Kleine Boom-Boom-Musikanlage. Ich könnte wetten, gleich fehlt der Kofferraumdeckel. Das wäre halt schade. Schöne dicke Auspuffanlage hat er drunter. Geil, geil, geil. Spiele auch noch auf PS4. Ich warte auf die PS5. Ja, ist, denke ich mal, wahrscheinlich auch eine gute Entscheidung. So. Ja, ich kann euch mal kurz die Mission noch zeigen, die ich noch so machen muss. Bin mal gespannt, was es dann an Kohle gibt. Gestern, wie gesagt, gab es für den einen alleine was bei die 36.000. Ne? So. Ich muss dann noch die Aufgaben hier oben erfüllen. Also Bolzenschneider organisieren, Signalfackeln und die Masken besorgen. Das Ding habe ich besorgt, also den Hubschrauber. Das Boot habe ich besorgt, jetzt brauche ich nur noch Unterstützung sabotieren. Wir könnten auch mal zusammenspielen, ja. Ist jetzt nicht das Problem, aber ich bin immer gerne so jemand, der gerne sich erstmal eine Runde mit euch hier unterhält. Oder sei es mit dem Chat. Um zu wissen, wie seid ihr so drauf und dann gucken wir mal. Ne? Ihr so drauf seid. Ja, ich habe schon so ein paar Erfahrungen gesammelt. Deswegen, ja. Lass uns einfach erstmal eine Runde schnappulieren hier. Also eine Runde quatschen. Und dann können wir ja immer noch gucken, wie wir was machen. Ne? Also ich bin immer gerne so jemand, der sich erst gerne so mit den Leuten unterhält. Und dann kann man ja immer noch mal... Gut, 55.000 haben wir drin. Ne?
Und dann können wir gerne eine Runde hier irgendwie zusammen zocken oder so, ist ja das Problem, ne? Müsstet mir sowieso dann erstmal eine Freundesanfrage senden und dann, ne? Ja. So, 55.000. Wir haben den. Oder gab es auch für die andere Karre so gut wie gar nichts, ey, den ich gestern abgeschleppt habe als erstes. Hatte ich irgendwie so eine alte Oldtimer-Karre, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, abgeschleppt. Wenn der eine 36.000 hat, er gerade mal nur 20, plus minus 20 Watt. Ja, so in der Art, ja. Kann man so sagen. Weil ich habe schon Leute mitspielen lassen, die habe ich gesagt, komm, spielt mit. Und so, dann haben sie jetzt 5 Minuten mitgespielt, danach haben sie entweder gab es die Sorte, die dann im Spiel Scheiße gebaut hat, die nur abgefuckt hat, die nur genervt hat, die nur alles sabotiert hat, wenn man jetzt Missionen gemacht hat, sage ich jetzt mal so, ständig gestorben ist und so ein Käse. Oder es gab die Personensorten, die einmal dabei waren und dann hat man sich mit denen an der Party unterhalten haben, die dann nur beleidigt haben, die dann nur dumme Kommentare gemacht haben und so. Und deswegen, ja, ich meine, man kann immer nur vor dem Kopf der Leute schauen, aber ich möchte schon trotzdem schon ganz gerne vernünftig und ordentlich halt mich mit den Leuten unterhalten können und dass, wenn man halt schon mitspielen möchte, weil es gab dann auch Leute, die dann einfach dann, wo ich gesagt habe, pass auf, wenn ihr im Stream seid, habe ich gar kein Problem damit. Aber bevor ihr hier irgendwie einer Sitzung beitretet oder im Spiel beitretet, kommt doch bitte in den Stream rein und fragt erstmal nach, ob ich darf, na, ob sie beitreten können oder dürfen oder wie auch immer. Nee, die haben dann einfach gemacht, was sie wollten. Sind dann einfach zum Beispiel wie jetzt mal in eine Sitzung reingekommen, zum Beispiel, oder halt dann hier irgendwas, wollten irgendwas mitmachen. Ne? Und ich musste dann immer einen Stream unterbrechen, weil ich denen erstmal eine Nachricht schreiben musste. Weil ich sage, komm bitte in den Stream und so, da können wir uns unterhalten. Dann kann ich dir das sagen, als wenn ich das jetzt hier alles tippe. Aber naja. So. Ich wollte mal einen Nachtclub schauen, ob es da schon was Neueres gibt. Weil. Witzigerweise erstmal moin moin. Warhunter, oh, Audi 3, Audi R6, Audi R-Golf 3, willkommen in der Runde-Club. Geil, 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 hab auch einen Dreier. Witzigerweise habe ich mir Warhunter vorgestern runtergeladen. Witzigerweise habe ich mir Warhunter vorgestern runtergeladen. Und hab's vorgestern mal so ein bisschen probiert und mal getestet und gemacht. Ist noch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, weil ich eigentlich ein anderes Spiel noch immer gezockt habe. Einmal World of Tanks und einmal World of Warship. Und dann Warhunter als Gegenbezug dazu zu nehmen. Boah, das ist ja ein mächtiger Unterschied, ey. Mächtiger Unterschied. Thema Geld verdienen. Ja, das ist eine Frage, die kriege ich immer sehr, sehr häufig gestellt. Ich weiß ja nicht, was ihr in der Hinsicht habt. Die habe ich zum Beispiel gestern schon zwei, dreimal beantwortet. Aber ja, falls es interessant sein sollte, kann ich aber noch mal ein Video dazu machen, ne? Gerne auch ein Abo da lassen und ein Like nicht vergessen, würde ich mich mega freuen. World of Tanks ist im Vergleich ist eines unrealistischer. Ja, klar, unrealistischer ist richtig. Ich meine ja auch nur so grundsätzlich. Ich bin es halt von der Steuerung und so vom Spielaufbau halt von World of Tanks oder World of Warship gewohnt. Und dann bin ich in Warhunter rein. Junge, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Muss ich ganz einfach so sagen. Brogaming, Dankeschön für dein Follower und für die Likes. Vielen Dank für die Likes. Nicht wundern, ich bin nebenbei noch auf Twitch und auf TikTok live. So. In der Regel streame ich eigentlich fast regelmäßig, also so gut wie fast jeden Tag. Es gibt aber auch Ausnahmen, wenn ich für meinen zweiten Account, also für meinen zweiten YouTube-Kanal, worum es um meine Autosachen geht, also im V-Life, habe ich noch einen anderen Kanal, deswegen heißt dieser SoTVs DS Garage. Habe ich, wenn ich da Video schneiden muss oder sowas, dann gibt es auch mal Abende, wo ich halt einfach nichts streamen werde. Wo ich dann einfach dann da sitze und Video schneide, weil ich tagsüber dazu nicht komme, aufgrund von jo, Familie, nenne ich es jetzt mal, ich habe das gesagt, wegen meiner Tochter. Und da zocke ich nicht. Und da gibt es andere Sachen, die ich dann da natürlich vorziehe: Haushalt, Kind, Termine, etc. pp. Und deswegen nur abends am Stream. Also immer so ab 22 Uhr geht es dann in der Regel los. Heute war es ein bisschen später, weil ich noch duschen war und mir noch schnell was zu essen gemacht hatte.
Und ja. Ja, 6210 Abonnenten bringt mir aber jedoch nichts, wenn ich regelmäßig abends streame und so gut wie keiner ist dabei. Das bringt mir leider nichts. Ich habe lieber, auf Deutsch gesagt, Leute im Stream dabei, mit denen man sich unterhalten kann und das regelmäßig, anstatt über 6000 zu haben. Und wenn ich mal kein GTA spiele oder generell irgendwas mache, dann ist keiner dabei. Sei es bei irgendwelchen anderen Games, sei es bei Videos. Also, das ist leider sehr, sehr schade. Clubmanagement, warte mal, war hier nicht irgendwo ein Gast? 305.000 nur. Habe ich nicht irgendwo ein VIP? Ich hab doch hier, glaube ich, irgendwo ein VIP. Hab 22, okay. 22 ist besser wie gar nichts, ne? Mit 22 kannst du besser nach vorne starten, als mit so einer riesen Geschichte, wie ich jetzt hier habe. Mich nervt diese hohen Abonnentenzahlen, muss ich ganz einfach sagen, weil die Leute mal denken, ich hätte die gebottelt. Oder so ein Käse. Hä? Und ich habe, wie gesagt, lieber, sage ich jetzt mal so 5 bis 10 Zuschauer oder auch mal 15 Zuschauer gerne im Stream regelmäßig dabei oder halt auf Videos, als wenn ich, sage ich jetzt mal, jetzt 6000 Abonnenten habe und wenn ich jetzt mal was streame, wie jetzt die letzten Wochen, saß ich abends im Stream komplett alleine da, über mehrere Stunden, wo einfach gar nichts lief. Jetzt seit gestern habe ich mal wieder GTA angefangen. Also gestern hatte ich mal wieder mal ein paar Zuschauer gehabt und heute mal wieder. Ihr Dreier auf Deutsch gesagt, die jetzt aktiv im Chat schreiben und ja, und die letzten Tage war ich komplett alleine. Scheinst ein korrekter Typ zu sein. Mein Abo hast du. Oh, Dankeschön. Benny, Dankeschön fürs Folgen. Oh, 24 SG, Dankeschön für deine 6 Rosen. Vielen Dank für die Rosen. Vielen lieben Dank. Wie lieb von dir. Ja, jetzt. Vor 3 Tagen war ich früher live gewesen. Da war ich was bei 21:40 oder so in der Größenordnung schon live. Bis 0 Uhr ging gar nichts. Überhaupt nichts. So, und dann habe ich bis um 2 gestreamt oder bis 2:30, glaube ich. Und ich hatte zwar 5 Zuschauer da stehen gehabt, aber dann hinterher dann nur kurz, die ja kurz reingeschaut haben, geguckt haben, was ich gemacht habe und dann den Rest des Streams immer nur einer. Oh, und das war ich alleine. Oh, Benny, Dankeschön für deine 3 Rosen. Oh, Dankeschön. Vielen Dank für die Rosen. Vielen lieben Dank. Philipp von dir. Ja. Ich gehe jetzt leider schlafen. Morgen ist. Was? Ja, ich gehe jetzt leider auch schlafen. Morgen ist auch schlafen. Hä? Was? Wer pennt denn hier? Ist der voll oder was? Kein Alkohol mehr für den hier. Ich hab's gerade auch nicht verstanden, sorry. Bist du freitags live? Da habe ich Zeit. Kann sein, bin ich mir jetzt nicht sicher. Einfach bitte die Glocke aktivieren auf alle Benachrichtigungen und dann hoffe ich, dass YouTube mal wieder eine Nachricht raus sendet, dass ich live bin. Wenn nicht, einfach mal abends ab 22 Uhr mal auf den Kanal drauf schauen. Ja, mein Deutsch ist komplett weg. Ja. Wenn man müde ist, bestimmt ja. Ja, auf jeden Fall wünsche ich dir eine wunderschöne gute Nacht und dann angenehme Nachtruhe auf jeden Fall und schöne Träume. Ne? So, Tresor habe ich leer gemacht, das habe ich leer gemacht. Was wollte ich denn noch machen? Mein Geld erstmal einzahlen, ja. Morgen ist Schule. Okay. Ach, falscher. Ich verwechsel das immer wieder hier, ey. Finanzen. Hier machen wir doch hin. So, das habe ich jetzt gemacht. Ich kann bis zum Glück bis um 9 pennen, okay. Das ist natürlich was, ne? Wenn du bis um 9 pennen kannst. Warte mal, ne, ich gehe hier raus.
Einmal hier komplett durch.